War wieder eine genialische Passage von Lacan. Diese Doppelung des Komödienhaften in der Begegnung der Geschlechter in ihrem schrägen aneinander vorbeigehen, nämlich Signifikanten des Begehrens des anderen zu sein und gleichzeitig Liebesanspruch und gleichzeitig imaginäres Fetischobjekt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Unmöglichkeit, Anspruch und Begehren in eins zu bringen, sondern mit einer spezifischen Erniedrigung des Liebeslebens enden zu machen.